Günter Holzapfel in seinem Heim bei seiner Schwester im Bayerischen Wald. Der 62-jährige Fußmaler leidet seit Geburt an der Little-Krankheit, die seine Hände und Arme verstümmelt, den Körper deformiert hat. Schon seit mehr als 20 Jahren gehört er der Vereinigung an. Mit ungeheurer körperlicher Anstrengung und enormem Zeitaufwand schafft Günter Holzapfel Werke von großer Aussagekraft. Er malt Reales und Fantastisches, heimatliche und ferne Landschaften.